Bayern im Blick, Teil 2, das Gespräch mit unserem Innenminister Joachim Herrmann. Hallo, grüß Gott. Die Einschätzung des Kosovo als sicheres Herkunftsland wird möglicherweise da den Zustrom schlagartig bremsen? Wir sagen ganz klar, wenn ich an die vielen Flüchtlinge denke, wenn jemand aus dem syrischen Bürgerkrieg, dem müssen wir helfen. Und das haben wir in der Vergangenheit getan, das werden wir auch weiterhin tun. Wenn aber Leute, ohne irgendwie persönlich verfolgt zu sein, aus dem Balkan hierher kommen, ob das Serbien ist, Kosovo, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, wie auch immer, Albanien, da muss man klar sagen, das ist kein Asylrecht, das ist eher ein Missbrauch von Asylrecht. Und diese Leute müssen sofort wieder in ihre Heimat zurückkehren. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres waren das über die Hälfte aller, die als Asylbewerber nach Deutschland gekommen sind, über die Hälfte waren vom Balkan. Und da muss man deutlich sehen, wir hätten zum Teil die Probleme in vielen Kommunen, dass man nicht mehr weiß, wo kann man sie vernünftig unterbringen. Nicht, wenn dieser Teil, der eben nicht verfolgt ist, nicht käme, dann hätten wir nämlich nur halb so viel und würden uns ansonsten mit der Unterbringung der echten Flüchtlinge, zum Beispiel aus Syrien, wesentlich leichter tun. Deshalb müssen wir diesen Missbrauch auch energischer Bekämpfung. Deshalb sorgen wir im Moment auch schon dafür, dass wir alle, sobald die dann einen Ablehnungsbescheid vom Bundesamt bekommen haben, so schnell wie möglich wieder in ihre Heimat auf dem Balkan zurückbringen. Die Sicherheit Bayerns wird auch an den bayerischen Außengrenzen, also nicht erst am Kinokusch verteidigt. Sie haben jetzt einen Polizeivertrag mit Tschechien geschlossen. Da geht es auch um die Verfolgung von Verbrechen. Bayerische Polizisten dürfen auch in Tschechien ihre Arbeit machen. Wir haben in den letzten Jahren schon zunehmend eine immer bessere Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei. Ich bin da sehr dankbar dafür. Das Bundesinnenministerium hat jetzt mit dem tschechischen Innenministerium insgesamt einen Rahmenvertrag zwischen Deutschland und Tschechien geschlossen über eine noch engere Zusammenarbeit. Und das ist vor allen Dingen für unsere Arbeit hier an der bayerischen-tschechischen Grenze natürlich sehr, sehr hilfreich. Die ermöglicht es in Zukunft, dass auch ein bayerischer Polizeibeamter, wenn er gerade einen Einbrecher beispielsweise verfolgt, problemlos auch auf die tschechische Seite überwechseln kann, dort den weiter verfolgen. Natürlich informieren wir dann die tschechische Polizei. Das kann mit dem Fahrzeug sein, das kann übrigens nach dem Abkommen jetzt sogar mit dem Hubschrauber sein. Das sind Dinge, die nicht jeden Tag passieren. Aber entscheidend ist, dass uns kein entsprechender Einbrecher oder Gewalttäter dergleichen auskommt, nur deshalb, weil Polizei, das kann auch in der umgekehrten Richtung von Tschechien nach Bayern sein, dass da plötzlich die Polizei stoppen muss und der Straftäter ist entsprechend hier schnell unterwegs. Also denke ich, gute Kooperation und ich muss wirklich sagen, die in Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr positiv entwickelt. Das hat, glaube ich, Horst Seehofer eingetütet. Horst Seehofer hat in den letzten Jahren sehr viel für eine deutliche Entspannung des Verhältnisses zwischen Bayern und Tschechien getan. Da hat die sudetendeutsche Landmannschaft auch das ihre dazu beigetragen. Und wir können heute feststellen, ich war ja kürzlich wieder zu Besuch in Prag bei meinem Verkehrsministerkollegen. Treffen mit dem Innenministerkollegen steht demnächst an. Wir haben heute jetzt wirklich eine gute Zusammenarbeit. Und zwar egal, welche Regierung gerade in Tschechien an der Macht ist, es ist insgesamt jetzt ein gutes Nachbarschaftsverhältnis. Dieses Verhältnis und ich glaube, das entspricht auch dem Willen der Menschen beiderseits der Grenze. Also das jetzt nach ungefähr 70 Jahren, aber immerhin, die Richtung stimmt. Die Rocker, man dachte immer, das sind so Motorradfreaks, die ein bisschen wild sind, aber ihr neuer Verfassungsschutzbericht sagt unter anderem, dass da wachsende Gefahr für die innere Sicherheit hervorbricht. Black Velvets, Hells Angels, Bandidos, klingt ja eigentlich ganz romantisch so. Man muss klar sehen, diese Rockerbanden haben mit Motorradfans überhaupt nichts zu tun. Die haben zwar zum Teil eigene Motorräder, aber da geht es nicht ums Motorradfahren, sondern das sind kriminelle Gruppen, das sind sehr häufig organisierte Prostitution, Menschenhandel, Drogenhandel, das sind die Geschäfte, mit denen die eigentlich ihr Geld verdienen. Und das sind gefährliche Organisationen der organisierten Kriminalität letztendlich zuzurechnen und deshalb sind die für unsere Polizei, für die Kriminalpolizei bis hin zum Verfassungsschutz, der ja auch für die Beobachtung von organisierter Kriminalität zuständig ist, eine große Herausforderung. Kann man die verbieten? Wir haben in der Vergangenheit schon Organisationen verboten. Es hat gerade in den letzten 2 Jahren auch zweimal die Situation gegeben, dass
die wohl schon merkten, dass wir ihnen auf der Spur sind und jeweils sich Organisationen vor Ort selbst rechtzeitig aufgelöst haben, noch bevor ein Verbot ausgesprochen werden konnte. Aber das bleibt ein großes Problem und wir versuchen mit allen Mitteln, Thema natürlich auch Verbot von Waffen und dem entsprechend wirklich Einhalt zu gebieten und so viel wie möglich solche Leute dann auch wegen ihrer Delikte vor Gericht zu stellen und sie ihre Strafe zuzuführen. Am Schluss noch zwei Möglichkeiten für Sie. Ich habe eine Frage noch, bleibt Zeit. Wollen Sie lieber Regionalflughafen Landeplatz Coburg oder wollen Sie Nachfolge Gauweiler? Coburg ist mein Thema, ja, wir sind... Also nicht Gauweiler, okay, halten wir fest. Nein, Peter Gauweiler hat große Verdienste um die CSU. Ich respektiere seine Entscheidung, dass er da jetzt im Parteivorstand nicht mehr dabei sein will, aber das wird an seiner starken Rolle in unserer Partei insgesamt nichts ändern, auch wenn ich in manchen Details auch mal unterschiedlicher Meinung zu ihm war. Nein, aber Coburger Flugplatz, es ist ein wichtiges Thema für die Infrastruktur. Das muss vor Ort entschieden werden. Das ist ein Thema der Stadt Coburg und des Landkreises Coburg. Wir haben signalisiert, wenn dort die Kommunen das wollen, dann werden wir für die Investitionen einen entsprechenden Zuschuss geben. Klar ist, das gilt für überall in Bayern. Der Freistaat trägt keine Betriebskosten und beteiligt sich nicht an Defiziten. Es muss die Wirtschaft vor Ort und es müssen die Kommunen wissen, ob sie sowas wollen, ob das jetzt in Memmingen ist oder in Coburg oder irgendwo anders in Bayern. Wenn das zum Beispiel Unternehmen vor Ort brauchen, weil sie sagen, wir wollen mit unserem Privatflieger unmittelbar in der Nähe unseres Unternehmens landen können und starten können, okay, dafür wollen wir die Infrastruktur bieten, aber es ist nicht die Aufgabe des Staates, da den Unterhalt mit zu finanzieren. Da gibt es eine klare Aussage und da wissen alle, woran sie sind. Bayern im Blick, heute mit unserem bayerischen Innenminister.